Das brauchst du, um ein Top-defensiver Mittelfeldspieler zu sein, sprich ein Top-Sechser zu sein. Kommen wir gleich zu den Stärken und Fähigkeiten, die du als defensiver Mittelfeldspieler, sprich als Sechser, benötigst. Du benötigst auf jeden Fall eine gute Übersicht. Eine gute Übersicht hilft dir nämlich dabei, auch die richtigen Lösungen zu finden. Zudem solltest du gut Bälle verteilen können. Ob das tiefe Bälle sind oder hohe Bälle, darin solltest du stark sein. Zudem ist es auch wichtig, dass du die Fähigkeit hast, den Rhythmus des Spiels zu gestalten und zu bestimmen. Um das alles meistern zu können, ist natürlich eine gewisse Spielintelligenz sehr, sehr wichtig. Die Position als Sechser ist sehr laufintensiv, das heißt, du benötigst eine sehr gute Ausdauer. Zudem musst du natürlich auch ein sehr gutes taktisches Verständnis mitbringen, so dass dein Stellungsspiel wirklich gut ist. Zweikampf, Technik und Explosivität helfen dir ebenfalls dabei, ein Top-Sechser zu sein. Aber wie schaut es denn mit den mentalen Fähigkeiten aus als defensiver Mittelfeldspieler? Du brauchst auf jeden Fall Ruhe am Ball und musst gut mit Druck umgehen können. Denn als Sechser wirst du extrem viel unter Druck gesetzt, quasi permanent. Als Sechser kann es ebenfalls wertvoll sein, wenn du aggressiv bist. Das hilft dir einfach dabei, deine Zweikampfquote in die Höhe zu schrauben. Die defensive Mittelfeldposition ist eine sehr, sehr wichtige und zentrale Position in jedem Team. Daher sind auch die Spieler, die das spielen, oftmals Kernspieler oder auch gewisse Leader. Wenn du also Leader-Fähigkeiten mitbringst und Führungsfähigkeiten mitbringst, ist das ebenfalls von einem sehr, sehr großen Vorteil. Bist du vielleicht Sechser und hast jetzt erkannt in diesem Video, dass es noch gewisse Dinge braucht? Dann schreibe das gerne unten in die Kommentare. Oder spielst du eine andere Position, dann klicke hier oben auf die Playlist und schau diese durch, denn dort haben wir sehr, sehr viele Positionen bereits abgehandelt.